Ja, im Isan gibt es viele Khmer-Tempelanlagen. Es gibt die Straße von Bangkok nach Angkor Wat und auf diesem Weg findet man zahlreiche Khmer-Tempelanlagen. Die bekanntesten davon sind Phnom Rung und Phi Mai, aber es gibt auch kleine, verstreut über den gesamten Isan. Und hier bin ich gerade in der Tempelanlage Prasat Si Korapum. Also das Landleben mitten im Isan, das ist schon ganz was Besonderes und ganz was anderes. Es ist erstaunlich, wie freundlich und lieb hier die Leute sind und ja, wie geruhsam und stressfrei alles zugeht. Die Leute haben zwar nicht jetzt so viel Geld, aber sie sind weder arm noch unglücklich. Komm her. Na, hallo? Die sind alle sehr aufgeregt, weil die haben auch noch nie einen Pharang gesehen. Schau, wie sie alle schauen. Das ist sehr lustig, gell? Hallo! Oh Gott, ich gehe lieber wieder.